7 0 7. Hallo, wir haben direkt eine Planänderung, weil wir haben eine Einladung von der Julia bekommen, die wohnt in Melbourne und da fahren wir jetzt hin. Also sprich, wir fahren jetzt doch nach Melbourne und ja, wir machen dann noch die Great Ocean Road und fahren über die Great Ocean Road nach Melbourne, nach Adelaide. Und ja, so können sich die Pläne ändern. Gestern sind wir nur gefahren, das könnt ihr euch jetzt angucken und dann sehen wir uns gleich in Melbourne wieder. Hier schon die Lampe an, Mann. Hier steht unser Auto, da ist ein Toilettenhäuschen und wir gehen jetzt darüber in den Pub. Ein asiatischer Landstuhl. China-Viertel in Melbourne ist da echt genial. Jetzt guckt euch mal das hier in Koreaner, guckt euch mal hier das an, das sieht so cool aus. Thank you. Oh, 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 oh. Sieht so gut aus. Und? Sehr lecker. So, sehr geil. So, und einen gratis Nachtisch Kaffee gibt es bei Nespresso. Das Wetter ist wirklich richtig scheiße. Schwuppdiwupp, jetzt ist schon wieder dunkel. Und jetzt suchen wir unseren Blind Date Schlafplatz bei der Julia. Ja. Adresse haben wir und jetzt fahren wir dahin. Geht's los. Und wir sind auch super happy, dass wir heute nicht im Auto schlafen müssen. Es ist hier wieder so kalt und es ist mega am Regnen. Das ist so nervig. Also ich kann euch eins empfehlen. Also wenn ihr im Winter hier hinkommt und eher so durch Städte und Dings, kauft euch keinen Four-Wheel Drive, sondern einen Camper, wo ihr ein bisschen mehr Platz drin habt, weil hier wird man wahnsinnig. Das ist so klein und für Kalt und Regen ist dieses Auto echt nicht ausgelegt. Jetzt fahren wir dahin und alles super ist happy. Okay. Und wir sind super gespannt, wie es ist. Wie das wird. Bis gleich. So, und spätestens jetzt ist die Illusion kaputt. Also, wir lösen einfach mal das Rätsel auf. Wir haben gerade versucht, unsere erste Ankunft zu inszenieren, weil die Speicherkarte voll war und dann hat es nicht aufgenommen und deswegen wollte ich das jetzt inszenieren, das funktioniert aber nicht. Und das ist übrigens die Julia. Unser Blind Couchsurfing Date, die hat uns eine Supermarktlücke. Sie hat unsere Videos bei YouTube entdeckt und hat dann einen Kommentar geschrieben, wenn ihr nach Melbourne kommt, ich habe ein Sofa für euch frei. Und da haben wir gesagt, oh, bei dem Wetter. Die Julia ist auch super sympathisch, also top. Ja, hier haben wir schon angefangen. Mega lecker. Jetzt suchen wir noch eine schöne Bar, um einen Absacker zu trinken. Wir sind jetzt hier gerade in der Wohnung. In dieser super genialen Wohnung, die mitten im Central Business District von Melbourne liegt. Und jetzt gehe ich mit euch mal hier auf die Terrasse. Und das ist richtig hoch.
Also was denn jetzt? Es ist das Säugetier oder ist ein, der größte Fisch? Oder das größte Säugetier? Er ist auf jeden Fall der größte Fisch im Ozean. Wasser. Im Wasser. Es ist, nein, er ist kein Säugetier. Also das ist schon ein dicker Fisch. Aber nein, doch. Was denn jetzt? Na klar. Guck mal, der ist aus ganz vielen aber kleinen... Aber alle sind doch Säugetiere gewesen. Für alle sind Säugetiere. Warum ist er dann ein Fisch? Das müssen wir aber wikipedieren. Das war einmal ein mega toller Abend. Oder ist ein mega toller Abend. Ja. Unglaublich.